Whiskey Jason hier, Whiskey aus der Sicht deines Amerikaners. Heute habe ich eine Doozy, also auf Englisch ein exotischer, sehr rarer Whiskey hier. Bunnehabhen, 21 Jahre alt, 1978 destilliert, 2010 abgefüllt und vergessen. Und jetzt hier haben wir die Alba Trail Single Malt Scotch Whisky, Eile, Bunne mit 57,4%. Also, diese Flasche hat ein UVP von 620 Euro. Ich habe sie angeboten, meine Flaschenteilung für 590. Ich reiße das Ding auf. Ich habe sie direkt vom Importeur gekauft, vom Alba her. Und als ich bestellt habe, ja, geht klar, aber mit der Bühne muss man reden. Was machst du damit? Ta-ta-ta! Ich habe gar nichts gemacht. Also wirklich hier ganz leicht, noch nicht mal gedreht, sondern und dann gleich abgebrochen. Ja, das sind die wunderbaren Momente hier. Das heißt, diese Korken ist schon seit 2010 in dieser Flasche. Ach, ich hole gleich meinen Korkenzieher, ich hole gleich hier ein Sieb, ich hole gleich jetzt hier, ach, einfach mal, ja, circa 15 Minuten weiter und jetzt habe ich die Flasche wieder vor mir. Korke zerbröselte gänzlich. Mein vertrauter Cocktailsieb hat hier der Tag gerettet. Umgefüllt in neue Flasche, Flasche ausgewaschen, restliche Kork wieder umgekippt, wieder durch den Sieb in eine neue, in der alte Flasche wieder zurück. Neuer Korkenbesuch besorgt. So sieht unser Korken heute aus. Also da ist nichts mehr. So sieht unser Korken jetzt hier ersatzweise aus. Das ist echt ganz schon fest da drin und ich habe bewusst hier einen Presskorken jetzt gewählt, der nicht so schnell kaputt geht. Sowieso zur Hälfte schon verteilt. Ich glaube sogar 45 CL habe ich verteilt. Das heißt, ich habe noch 25 CL, falls jemand haben will. Ich glaube, es war Dirk vom Exhibition Whisky, der gesagt hat, im Grunde ist es kein Schnapper, Jason. Denn der normale Bunne 30 kostet auch genauso viel. Und da habe ich ein bisschen darüber angefangen nachzudenken, was er damit meinte. Und ich dachte, wow. Okay, dann gehen wir einfach mal zu Whisky Base und schauen wir ein kleines bisschen. Und da sehen wir Folgendes, dass es eine einzige Flasche gibt, die genau alles an Eckdaten hier aufweist. 1978 destilliert. Abgefüllt mit 31 Jahren. Genau der richtige Fassstärke, nämlich 57,4%. So, wir haben jetzt hier vor uns eine Fassteilung. Da gab es nur ganz wenige Flaschen. Ich glaube, das waren 30 oder so, die es überhaupt für Deutschland jetzt hier gab. Denn das ist eine deutsche Fass gewesen. Was heißt deutsche Fass? Es ist Bunne. Es war damals 78. Irgendwann haben sie es denn da auf den Markt geschmissen. Und es wurde jetzt hier in Deutschland abgefüllt vom Art of Whiskey. Und wenn man auf Art of Whiskey draufklickt, dann kriegt man eine interessante Sache hier. Wir haben jetzt hier eine Adresse. Dorfstraße 22 in 21640 Neuenkirchen. Was ist noch da oben in Neuenkirchen denn da? War es nicht irgendein Whisky-Botschafter oder irgendwas in der Nähe? Also, dieses Art of Whiskey oder Arts Works haben sie sich auch manchmal so genannt hier. Insgesamt gibt es 26 Flaschen, glaube ich. Alles aus Schottland. Und das letzte wurde jetzt hier abgefüllt im Jahr 2007, 2010, zweimal Glenglassau. Und dann hier der Bunne, der auch dann dort tatsächlich in 2010 abgefüllt wurde. Fassnummer 7216. So, was ich absolut interessant finde, ist ein Satz hier. Wir haben das Jahr 2017. Wir haben den 22. Juni in HS 305 schreibt.
Zusammen mit Freunden, ich habe eine Flasche hiervon geleert, die ich im März 2011 für 92 Euro gekauft habe. Ja, also 92 Euro, jetzt 620. Es lohnt sich vielleicht ein paar Flaschen einfach zurückzuhalten manchmal. Pengo Bengo schrieb am 6. Januar 2016, dass es eine Fassteilung von meiner privaten Abfüllung von meinem Whisky-Connoisseur aus, und jetzt steht Wuppertal, Deutschland. Also, auch das ist interessant. So, die ganze Zeit, wo ich hier rede, ich hätte es im Glas haben können. Ich werde es gleich sowieso mit etwas verteilen oder vergleichen. Ich habe es einfach gegönnt, weil ich dachte, warum nicht? Ich habe mir dieses Jahr kein Glendronach 28, 27, was auch immer, für 600 Euro gegönnt und geteilt. Lass uns ein Bulle teilen. Vielleicht ist das hier etwas, was uns joa, Freude bereitet. So, jemand anders schrieb jetzt hier, und das finde ich auch interessant. Sherry steht drauf, aber es steht nicht, welche Art von Sherry. Sherry Hogshead. So, echt 78 destilliert. Liebe Leute, was habt ihr 78 gemacht? Ich war damals 9 Jahre alt. Also, genau, nach dem Oktober 78 war ich 9, sagen wir 8. Achte war dritte Klasse für mich. Oh, ich weiß genau, wo ich und was ich alles gemacht habe in der dritten Klasse. Auch meine Lehrerin damals war total cool. Meine Mama kann den Namen sofort aufzählen. Ich sehe nur ihr Gesicht denn da. Ja, das war ein halbwegs schönes Jahr in meiner Kindheit. Halbwegs. So, ich werde es trotzdem einfach mal mit einem Bunne Fassstärke. Sorry, dass ich immer wieder der 2022er hier raushole. Wir haben hier 56,6, auch Sherry Monster. Allerdings ganz anders von der Sherry-Zusammensetzung. Kostet, ich sage immer noch, knapp unter 100 Euro. Manchmal kriegt man den für 90, manchmal kriegt man den für 86, wie auch immer. Aber hier bin ich gerne bereit, bis 100 Euro dafür zu bezahlen. Wir schmeißen einfach ein bisschen hier rein und dann vergleichen wir miteinander. Oh, ist das eine schöne dunkle Suppe denn da? Ich liebe das hier. 31 Jahre alt, hell. 12 Jahre alt, dunkel. Für unsere Art of Whiskey. Bunne 78 haben wir bisher von 30 Leuten, die abgestimmt haben, 87,7 Punkte und der durchschnittliche Preis momentan beträgt 520 Euro. So, jo, das ist schon nicht ganz schlecht und eine Flasche ist noch da zu bekommen, jetzt hier von aus Zypris. Das ist ja wow. So 520 plus 40 Euro Versandkosten. Naja, 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 was soll ich sagen? Gut, genug über Geschichte und Zusammenhänge und wo das ist. Ich lese doch ein letztes Mal jetzt hier. So, richtig gelesen, die Krönung zum Schluss, wie schon im letzten Jahr mit dem Glenglassaugh Old Bottle Flavored, handelt es sich auch bei unserem 31 Jahre alten Bude haben aus dem Jahr 1978, um Stock, der bereits 2010 für uns abgefüllt wurde, in Schottland verblieb und mehr oder weniger in Vergessenheit geriet. Aus einem Sherry Hogshead abgefüllt mit 31 Jahren in Fassstärke von 57,4% und nun seit über 12 Jahren in der Flasche ist unser Bunnehabend Old Bottle Flavored sicherlich eine Versuchung wert. Da nur sehr wenige Flaschen verblieben sind, gilt hier zunächst nur eine Flasche pro Kunde. Falls etwas übrig bleibt, gerne mehr. Und das ist hier von der offiziellen, wie heißt das hier, Fachhändler News hier von Vibrant Stills vom Albe Import. Und die nochmal hier, der Beweis, hat mich auch gefragt, was machst du mit der Flasche? Ich sage, ich mache das auf. Also ich mache eine Teilung. Gut, dann kriegst du eine Flasche. Hätte man das nur irgendwie in Auktion veräußert und irgendwie einfach gebunkert und nach 10 Jahren für 1000 Euro verkauft,
Dann hat er gesagt, nee, wahrscheinlich möchte ich nicht dir weitergeben. Kriege ich diese Old Bottle Flavor? Möbelpolitur. Grapefruit, der schlecht geworden ist. Was heißt Grapefruit, der schlecht? Also Grapefruit, der schon draußen 3 Tage lag und schon nicht unbedingt lecker ist, in meiner Meinung jetzt hier. Alkohol gibt es denn da? Bisschen wachsig. Vanille. Ich lese jetzt hier, und ich lasse mich inspirieren durch jemanden, der hier bei Whiskey Base was geschrieben hat. Tinte. Druckertinte. Ja. Das ist mit dabei. So, hier. Jason Happy. Jason Happy. Sehr easy, Jason Happy zu machen. Gib ihn der Bunde 12 in Fassstärkers im Jahr 2022. Der ist aus meiner Sicht hervorragend. Ist der Korken von alleine hochgegangen? Ich glaube nicht. Ich mache wieder runter. Schauen wir mal. Also, das ist nicht der Whisky, wo ich lange daran bleiben möchte, einfach zu riechen. Hier kann ich lange, lange riechen. Hier. Wie ich sagte, diese Grapefruit, der lange da draußen war, Tintenschwärze oder Druckertinte, wachsig, alkoholisch. Holz kommt kaum durch, auch der Sherry, wenn das ein Fino ist, vielleicht. Tschüss. Okay, ich glaube, das war bei André, bei Whiskey Tales. Der hat gesagt, die letzten Male, wo er irgendwie ein 18 Jahre alte Whisky im Glas hatte, da hat er nicht gemerkt, das ist alt. Er hätte einen 12-Jährigen sagen können. Das ist alt. Wow. Es ist nicht der Geschmack, den ich begehre. Es ist muffig. Es ist alt. Ich bin versetzt in Dachboden von meiner Oma. Vielleicht auch der Dachboden und Keller. Irgendwas, was im Keller lange Zeit war, jetzt auf dem Dachboden. Da ist. Es ist nicht Rauch, aber es ist ein leicht geräuchertes etwas. Es ist sehr alte, nicht mehr gute Schokolade. Also es gibt hier Fino und Manzanilla und Palo Cortado. Und er hat ein kleines bisschen hier Küstenmoment. Ja, wir haben Fino und wir haben Manzanilla. Manzanilla. Das ist denn da exklusiv dann in der Bodega von dieser eine Stadt am Meer, San Lucar de Barrameda. Und das ist so dieses leichte maritime, leichte weiße Fischmomente, geräucherte Fischmomente. Das kriege ich hier. Wie ich sagte, nicht unbedingt etwas, was ich begehre, aber schon irgendwie interessant. Nicht unbedingt 600 Euro wert jetzt hier aus meiner Perspektive, aber es ist einfach mal echt eine Zeitkapsel, in dem wir jetzt hier diese Flasche haben. Kleines bisschen vielleicht weiße Schokolade.
Da kriegt man diese alt. Richtig alt. Also, Old Bottle Flavor. Ja. Wer danach sucht, wer etwas in diese Richtung suchen dann haben will, das ist die Gelegenheit, sich ein Sample 5 oder 10 cl oder sogar 3 cl bei mir hier zu bestellen und dann da meine Flasche leer zu kriegen, sodass ich hier nicht drauf sitze. 3 cl sind knapp 29 Euro, 5 cl sind 45,75 € und 10 cl sind sogar hier 88,54 € bei einem Basispreis von 599 €. Wie ich sagte, der UVP 620. Wow. Bleibt, aber diese Tintendrucke, also Drucker-Tinte oder Drucker-Tinte, dieses leichte. Aber es ist nicht Rauch, es ist nur ein kleines bisschen geräuchert. Ich will ein bisschen Wasser reintun und ich will schauen, was da passiert hier. Cremiger, öliger. Angenehmer, auch ein kleines bisschen eher annäherbar, aber dieser leicht fischige Moment ist da. Jo. Geschmacklich 3 bis 3 minus, wie ich sagte, nicht mein Profil, Preis-Leistung. Ich habe gar nicht geschaut, was der Bune 30 momentan kostet. Kann ich hier ganz kurz machen. So, Bune 30, wenn man den überhaupt bekommt. Also Bune 30. So, in UK kriege ich den für 475. Ja, 668 hier. Wow. Was ist das? 620 € für einen Bunde 20. Ja. So, der gleiche Preis. Was möchte ich lieber haben? Möchte ich lieber eine unabhängig abgefüllte Bunde? Oder will ich hier eine originale Bunde haben für 30? Mit 46,3% der 30-jähriger Bunde. Das ist schon krass. Ich wusste nicht, dass es so teuer geworden ist. Ja. So ist das, wenn man bedenkt, die Flasche hat 93 € ursprünglich gekostet. Aber wir waren damals nicht die Flasche, sondern die anderen Flaschen aus der gleichen Fassteilung damals. Wow. Ich darf mir der Bunde 12 hier Fassstärke 2022 gönnen. Ich kriege 6 Flaschen für diese eine Flasche. Ich kriege fast 7 Flaschen, wenn ich das in einen guten Preis kriege, wie neulich hier. Ich glaube, ich habe 86, 83 bezahlt. Also, ich kriege fast 7 Flaschen dafür für den Preis hier. Jetzt ist Jason happy. Also, es muss nicht diese Old Bottle Flavor, aber wer das sucht und wer hier etwas haben will, schreibt mich mal an whiskeyjason@gmail.com. Alles, alles Gute euch. Bis dahin, Whiskey Jason. Ein kleines Mystery Bottle. Bye, bye.